So, und da sind wir hoffentlich live. Den Fängen. Warten wir mal einen kleinen Halt Moment, mal einer. bis es richtig losgeht. Ja, müsste ja eigentlich gehen. Habe ich schon reingeschrieben, Doro. Wie viel Verzögerung hast du denn? So eine halbe Minute, Minute, ne? Also, am Anfang genau dürfte die erzählt. Relativ gering sein, normalerweise. Also, jetzt geht's bei mir los. Genau. Hä? Ne, jetzt kommt Werbung. Kartoffellernte, Kaufprojekt 2, Live-Projekt. Okay. Aha. Jetzt haben wir auch Ton und Bild dabei. Oh nein, der Kias ist auch da. Da wieder, das ist meiner. Deins steht oben alles am Hof. Wo genau? Im Abdach steht der Kartoffelroder und davor steht der 724 mit Hänger. Okay. Und man lässt den auch warten auf Huhn. Oh fuck, jetzt habe ich mein Silo-Schauer. Was wir aber gleich in 5 Minuten oder so vielleicht mal machen sollten, wenn ein paar Leute sich angesammelt haben, dass du mal einmal erklärst, was ihr hier genau macht. Jojo. Jo. Wenn sich dann ein paar angesammelt haben. Wie viele willst du denn haben, David? Ja, halt, weiß ich nicht, nach 10 Minuten oder so haben es meistens dann einige schon mitgekriegt. Ja, aber wir haben jetzt schon über. Ja, genau, heute kann man nicht mitspielen, ist der Server von André. Ach nee. Privatprojekt. Gib uns jetzt zu, dass du das Feld fertig kriegst. Und dann zu, dass du deine Arschscheibe wechselst. Ich bezahle Andy nicht umsonst, dass du mein Silo schiebst. Was? Wieso soll ich? Hä? Du musst nach Silo schieben bei mir nachher. So, ich sitze im Kartoffelernter. Ich nicht selber gemacht habe. Wirst du wohl selber machen müssen. Soll ich jetzt einfach anfangen oder habt ihr irgendwie einen besonderen Plan? Machen Sie zu, dass du das Feld abkriegst. Wolltest das irgendwie schon seit 3 Tagen? Ja, gestern halt über Ostern die ganzen Verwandtenbesuche war ein bisschen schwer. Sag mal, André. Ja. Lässt du dir ein paar Kartoffeln für das nächste ansehen, oder? Ja, aber die kriege ich aus dem scheiß Multilager nicht so raus. Da muss ich mir dann noch Gedanken machen. Also. Überladewagen. Wollte gerade sagen, Überladewagen oder Wer kann der denn alles? Der Standard? Wir Nein. haben aber zur Not was auf dem Kombi-Server, den wir vielleicht nehmen könnten. Pyromane! Ich hab dich ja schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Wo warst du? Müsste ich gucken. Meinst du die Akkuliner da? Ja, ich glaube. Die können's nicht. Gut, dann müssen wir uns was Neues suchen. Weil die Akkuliner sind reine Saatgut und Dünger. So, ja, schauen wir mal. Dann hat sich das ja jetzt erledigt. Ob das so läuft. Ich glaube, das läuft so. Zumindest die Version, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr die aktualisiert habt. Warum ich heute nicht mit Lenkrad spiele? Ich hatte heute nicht so Lust auf Lenkrad, ehrlich gesagt. Ich habe kurz gerade drüber nachgedacht, aber nö. Heute mal wieder Tastatur. Oh Mann. Hängt der scheiß Schlepper jetzt auf dem Siegelfest? Der Rüblecker, Mann. Jetzt fahre ich gegen die rein. Das ist auch nicht so geil. Tja, da war ich wohl schneller drüber. Gleich mal sortieren. Na? Doch. Ich verstehe. Achso, Kias, das ist übrigens deine Kartoffelkiste, passt heute nur für dich. Seine Kartoffelkiste, er hat doch gar keine Ahnung, er hat das mal nicht so. Er hat zwar Kartoffelkistenparty ohne Kartoffelkisten. Kartoffelkistenparty ohne. Ja, wenn Kias sich um die Kisten kümmert, dann können wir ja die Kartoffelkistenparty machen. Ja. Natürlich kümmert er sich da alleine, ne? Ja, sicher. Wie denn sonst? Die Kisten ploppen automatisch. So, ich probiere jetzt hier irgendwie mal was halbwegs Sinnvolles zu machen. Probiert so. Der Turm hier? Von da rein wieder? Nee, ich habe gerade einen Plan, aber ich glaube, da ist, weiß ich nicht. Es bleibt ein bisschen, weiß ich nicht. Der Plan. Dieser Plan, ne? Der Plan. Er sticht gerade mitten durchs Feld. Okay, ja, ja. Es wird am Anfang ein bisschen komisch aussehen, aber ich glaube, mit der Zeit pendelt es sich dann ein. Endlich die Stream-Qualität. Ja, endlich könnt ihr euch das Ganze mal in vernünftiger Qualität angucken. Ach schon, was ist denn hier los? Ich habe so eine scheiß Quali. Ich glaube, wenn wir Community-Server streamen, sind wir in der Regel auch im Community-Server-Channel. Aber das sind wir gerade. So, jetzt können wir was nämlich. Du da jetzt? Ja, weil wir ja gerade nicht auf dem Community-Server sind.
Pascal, hast du mit im Feld gedreht? Ja. Ja. Alles klar. Ja, aber weißt du, das Feld ist ja in eine andere Richtung so angesät und ich wollte. Ich mach die eine Ecke halt gleich einzeln. Dann mache ich jetzt hier eine kleine Begradigung und Eine Begradigung, ja, ne, ist klar. Sag mal, hast du gestern zu lange am Osterfeuer gestanden oder was? Ja, da hat zu viel. Ja, das habe ich tatsächlich eine Weile. Kann man nicht das Rohr aus? Nicht im Osterfeuer stehen. Ging das nicht mal? Du solltest nicht den Rauch ins inhalieren. Wie, ich habe die Verbindung zum Spiel verloren. Ja, du bist wie geil, das Dach von der Hütte hat gar keine Quali. Oh, auch ja, dann lassen wir. Ich glaube, das synchronisieren lassen wir mal, ne? Ja, ja, wer rein. Lassen wir Abi und nein. So. Ich hab 10, du hast dann wahrscheinlich um die 100. Du hast 11. 140 an der Zahl. Hallo zusammen. 146. Darf ich Ingo, Nein. Ingo. Was? Hat Ingo was geschrieben? Ja. So. Ja, der lebt. Du hast eben sagt er ja noch, er hat keine Colli im Haus, aber. Hab ich mich auch gewundert. Irgendwie hat er da teilweise doch hängen. Was machen wir? Leider nicht. Ey, die Wände haben Colli. So, jetzt hört man bald der Pimp. Ruhe. Ja, lass uns anfangen. Genau, wir fangen jetzt mal an. So, was machen wir hier? Ihr kennt zum größten Teil ja unser ursprüngliches Chaos-Projekt. Da haben wir alle miteinander gearbeitet. Jetzt haben wir das so ein bisschen, ja, getrennt, sag ich mal so. Eigentlich recht einfach, meiner einer. Oh, danke fürs Abo, Marcel. Und zwar ist es so, dass wir das getrennt haben. Einer macht die Schweine, einer die Kühe, einer die Schafe, beziehungsweise zwei die Schafe. Ein paar machen Lohnunternehmern und so weiter. Zum Beispiel macht der Unix halt gerne sein Landwirt. Ja. Wir haben es halt so aufgebaut, dass wir quasi unsere Google Docs Tabelle gemacht haben, wo wir quasi jeder unsere Einträge haben. Zeig das Ding doch einfach mal. Da kriege ich jetzt nicht hin, da bin ich bescheuert. auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben eine Google Docs Karte Tabelle und da haben wir uns quasi eingeschrieben, was wir hatten halt so jeder eine Million Anfangsgehalt beziehungsweise Anfangsgeld. Davon konnten wir uns halt quasi unsere Maschinen kaufen, die wir wollten. Das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her. Ja, drei sogar. Und auf jeden Fall, wir sind mit 1 Million angefangen. Wir haben dementsprechend auch schon kleine Maschinen durch. Wir hatten bloß keine Zeit zu streamen. Und dementsprechend sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Man sieht schon, ich habe schon hier Kartoffelvollernter mit meinen Schweinen. Da kümmert sich gerade David drum. Der hat mir das. Sag doch lieber mal, wer dir das ermöglicht hat. Alles. Wer hat dir die Schweine? Lass ihn doch jetzt erstmal ausreden, Andy. Also die Dankeschöns, die kommen dann jetzt nicht mehr. Ja, haben wir dann, weil wegen Aufmüpfigkeit. Ach, leck mich. Was? Achso. Nein, also. Es ist so, wir haben jeder unser eigenes Lager am Hof. Das hat Andy uns besorgt. Ich brauch gleich mal einen Abfahrer. Du sollst dich selber abfahren. Was? Wie? Ich muss mich selber abfahren. Wo hab ich das gehört? Du kriegst einen Trecker ans Feld und gut ist. Danke fürs Abo-Fan-Power war das, glaube ich. Warte, ich kann's dir jetzt sagen. Auf jeden Fall ist es jetzt quasi so, dass wir halt war Fanpower. Kleine Gruppen haben, dementsprechend hat man halt so ein bisschen mehr, naja, ich sag mal, Möglichkeit, freier über sich zu entscheiden und muss nicht immer so auf die anderen hören oder umgekehrt. Und das passt so schon ganz gut. Das Schöne ist, jeder ist so ein bisschen vom anderen abhängig. Natürlich sind die Lohnunternehmer von uns abhängig. 936 hat den Anhänger, ne? Arbeit kriegen. Nein, der 724. 724? Mit dem grünen Agroliner. Und dem roten Gewicht. Alles klar. Der irgendwo bei Andy, bei André steht. Und kommt auch, bei mir kann er nicht stehen. Ich muss dann schnell was einstellen. Ach, ist immer blöd bei einem Spielstand so tausende Geräte. Machst du einfach über Escape? Ich wollte gerade sagen, Escape mitten in den Schweinhof tappen, dann hast du. Was weiß ich schon. STGI? Ne, und auf jeden Fall, wie gesagt, jeder hat so ein kleines bisschen sein eigenes Ding. Das ist halt das Schöne daran.
Wie gesagt, der Guten ist zu Gast. Der hilft mir dann heute. Wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Gäste mehr, die auch ein bisschen mithelfen bei anderen Spielern. Also die festen Leute sind meiner, einer Junior. Das war mein Schlepper. Wen haben wir noch? Ja, Andy. Andy macht zum Beispiel Wohnunternehmen, Fuhrunternehmen und die Schafe. Squax, der gerade nicht da ist, macht Wohnunternehmen Bodenbearbeitung. Ich kann euch allerdings schon sagen, heute wird es bei mir eher wieder so eine Geschichte für die Geduldigeren, weil ich weiß nicht, was hat das Feld hier auf jeden Fall auch mindestens mal 4,5 Hektar oder so bestimmt, ne? 5,2 ganz genau. Ja, und mit der Arbeitsbreite, mit der Geschwindigkeit werden wir da sicher ein, zwei Stunden für brauchen. Andy, was wolltest du gerade? Nee, ich wollte bloß deinen Namen sagen. Ja gut, ich habe da wieder die 6-fache Arbeitsbreite, aber auch 4-fache Kursanfeld. Ne? Also das ist bei mir auch nicht. Du bist aber auch viermal so alt wie ich. Ja, da gucken wir mal. Kriegen wir alles hin. Ja. Ingo ist auch da, Mensch. Mhm. Warst doch früher auch immer da. So, der ist eigentlich immer da. Eigentlich. Natürlich, bei Antrim früher habe ich ihn anscheinend verscheucht. Nee, hast du gut gemacht. Ist er noch. Bei mir ist er noch. Jein. Nicht mehr. Letzter Eintrag läuft bei euch. Letzter Eintrag läuft bei euch. Ja, man muss ja nicht viel schreiben, reicht auch zuzuhören, zu gucken, wie man es will, ne? Ja, sonst schreibt der mal Typ sehr viel. Wollen wir wieder Gronkh raiden? Heute nicht raiden. Zum einen haben wir viel zu tun hier auf dem Server. Zum anderen, Gronkh raiden, der hat wahrscheinlich wieder 20.000 Zuschauer und wir sind jetzt vielleicht mit André zusammen 200. Das ist ein bisschen, weißt du? Verliert sich. Ich. 17.000. Ach, wann ihr wieder Lego baut, euer Lego-Technik macht. Aktuell steht nichts an. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was zum Aufbauen. Ich wollte ja irgendwann noch den Porsche holen, aber. Mal schauen. Kannst du mich grüßen? Ja. Mache ich das heute mal wieder? McDaniel, schöne Grüße. Erstmal im Vollfail. Was für einen Ping hast du? Zum Dedicated Server so 20, 25 um den Dreh. Auf dem TS sind es meistens unter 10. Und beim Speedtest sind es so zwischen 2 und 5 MS. André, schön durchgerast. Ich kann ja mal was machen. Ich hab da ganz leicht vergessen, das sofort voll. Ja. André, weißt du, wie viel Geld du drin hast? Ich hab jetzt schon 300.000 reingefahren. Ah, weil ich auch mal rauspumpe. Oh, du hast nur 500 was gesagt, ne? Ich hab 600 irgendwas drin gehabt. Also hab ich jetzt noch 300, 400 noch so ein bisschen drin. Ja, du bist ja 500. Oh, das ist ein Stumm. Jo, ich muss bloß. Wo ist dann Stumm? Ja, bei. Bei David. Ja, da in dem Gebüsch, den hab ich aber nicht gesehen, was jetzt immer. Den hab ich dir schon gesagt, dass der mich stört. So. Da hast du gesagt, ja, ich hab alle weggemacht. Ich meine, ich hätte auch alle weggemacht. Also zumindest unten an der Straße, die habe ich weggemacht. Aber an der Straße sind ja nicht alle, ne? Ja, das ist ja nicht die Straße, das ist ja Feld. So, ich suche gerade mal kurz was raus für alle, die sich da weiter für interessieren. Ja, guck an, moin Günther. Nein, das ist nicht der Community-Server. Nein, heute so. Ist es nicht der Community-Server heute. So in etwa ist meine aktuelle Leitung. 2.0. Dommel, du darfst mir übrigens einen Strich machen. Gallenblase am Explodieren. Danke für dein Abo. Auch mal ein schöner Name. Ganz weit vorne dabei auf jeden Fall. Gallenblase am Explodieren oder so. Das ist ja gleich. Gallenblase. Boah, da blendet nicht jeder kann Räume erstellen, weil es einfach sonst Chaos gibt auf dem TS. Das ist ja ganz logisch. Wir machen die Räume, die wir brauchen. Und dann gibt es ja noch die Talkräume, wo man sich einfach so unterhalten kann. Aber wenn sich jeder Räume macht, dann wird das so unübersichtlich, das kannst du nicht bringen. Ja, geilen Blaser explodieren. Naja, aber solange er nicht schwingt, der gleich kommt, dann ist das eh. Ist eh derselbe. Oder ist Lexi? Ich nehme mal das mit. Lexi gönnt sich einen kleinen Scherz. Das kann doch Pascal sein. Pascal. Was mit mir? Ja. Ja, mehr Upload als bestellt, beziehungsweise ab 1.5. sollten dann 200 laufen.
Tja. Und wisst ihr was, ich habe auch eine gute Nachricht. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch, dass ich meine Map fertig kriege.